Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu meiner kleinen Mini-Room-Tour von meinem Arbeitszimmer. Und mit dieser kleinen Room-Tour möchte ich auch eine neue Serie starten, nämlich das, wonach alle ständig fragen: Simon, zeig mal dein Setup, was hast du so an deinem PC, bla bla bla. Und damit fange ich heute an. Das Arbeitszimmer ist noch bei weitem nicht fertig, das sieht man den ganzen Kartons, die da zum Beispiel noch rumstehen vom Umzug. Es ist alles noch gerade am Einrichten, die Wände sind noch weiß und so weiter und so fort. Aber ich fange heute schon mit meinem ersten Teil an. Ich werde jetzt wahrscheinlich jede Woche davon eine Folge rausbringen und dann werde ich halt jedes Teil irgendwie, was ich habe, euch vorstellen, von ja, Bildschirm bis über PC und Maus, Tastatur, alles, was ihr halt so sehen wollt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und heute möchte ich mit meinem neuesten Stück quasi anfangen, nämlich der 5.1 Soundanlage von Teufel, die ihr hier seht. Ich habe schon vor ungefähr 2 Monaten nach einer Anlage gesucht, weil ich hatte sowas in meinem Leben noch nie, und das ist jetzt kein Witz, ich habe noch nie in meinem Leben eine Soundanlage gehabt, immer nur so richtig billige Boxen, und das ist halt richtig scheiße, wenn halt jemand zu Besuch ist und man muss halt dann seine Kopfhörer mal aufteilen und bla, und man möchte mal zusammen am PC sitzen und was machen, und deswegen habe ich mir dann gedacht, ich brauche eine Anlage. So, das ist jetzt schon vor 2 Monaten gewesen, da habe ich bei Broken Sums gesehen, dass sie dieses Teufel Video gemacht haben, also da haben die ihre Teufelanlage, die geschickt bekommen haben, gezeigt, und da dachte ich, okay, ist vielleicht mal eine Option, habe verschiedene Anbieter angeguckt und so, und letztendlich hat mir Teufel auch am besten gefallen. Das erste, was ich zu dieser Anlage zeigen möchte, ist der überfette Subwoofer. Hier unten sieht man meinen PC und daneben den Subwoofer. Mein PC ist ein übelster Big Tower, also mein PC ist viel größer als die meisten PCs, die ihr wahrscheinlich irgendwo stehen habt oder gesehen habt, und das wirkt jetzt halt nicht so, weil mein Schreibtisch so groß ist, aber der Subwoofer ist fast so groß wie mein PC. Und der wiegt halt auch ordentlich und das ist ein richtig, richtig geiles Teil. Also so ein Bass, Alter, Leute, das bockt auf jeden Fall. Gerade im Wohnzimmer, wenn man dann halt ja, mit Dena und bei Tadl und Adi zusammen da sitzt und dann halt schön Musik hört, feiere ich richtig. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so begeistern kann von so einer Anlage, weil ich bin nicht so der Musikfetischist eigentlich gewesen. Aber in letzter Zeit chill ich manchmal einfach nur auf meinem schönen grünen Sitzsack und höre dann einfach Musik, weil ich es einfach nur geil finde, zur Entspannung. Ja, hier sieht man so ein scheiß Zewa, das habe ich da zwischengeklemmt, weil mein Mikrofonarm so ein bisschen am Arsch ist. Der wird den Tisch verkratzen. Ja, und zu Teufel selbst hat Broken Sam schon mal ein Video gemacht, ich packe es euch in die Videobeschreibung. Ich möchte nur mich nochmal hier herzlich bedanken, weil ich hatte Broken Sums gesagt, ich finde die Teufelanlage mega geil und so. Wie habt ihr es gemacht, dass ihr diese Anlage geschickt bekommen habt und so, und dann haben die halt haben wir halt zusammen damit gesprochen und so, und dann hat Teufel mir halt auch eine Anlage geschickt, und das ist jetzt schon eine Zeit lang her, aber ich konnte sie halt nie benutzen, weil ich halt in meinem alten Zimmer nicht genug Platz hatte. Und ich möchte mich einfach nochmal herzlich bedanken hier an Teufel, also fettes, fettes Dankeschön. Jo, also wer von euch eine 5.1 Anlage sucht, schaut auf jeden Fall mal bei Teufel vorbei. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn ihr bei Teufel auf der Facebook-Seite vorbeischauen würdet und da mal ein fettes Dankeschön von mir hinterlassen würdet. Das würde mich extrem freuen, weil ich habe bis jetzt noch mich selber gar nicht dagegen bedankt. Also die haben mir die Anlage zugeschickt und ich war einfach mega platt. Ich habe noch nie sowas ja Großes zugeschickt bekommen und ich dachte, Alter, was geht eigentlich ab? Und ja, ich finde es einfach mega, mega cool. Und ich hatte die Anlage, wie gesagt, jetzt die ganze Zeit im Wohnzimmer aufgebaut, werde sie aber jetzt wahrscheinlich an den PC anschließen, habe sie jetzt extra erstmal für euch abgeschlossen, um das besser zu zeigen, und bin einfach ja durchweg zufrieden. Man kann damit halt Radio hören, die hat eine Sleep-Funktion und ist einfach voll das Hightech-Teil, und ich hatte wirklich vorher noch nie sowas und jetzt bin ich einfach mega geflasht. Also an dieser Stelle fettes Danke an Teufel, und falls ihr mehr Infos haben wollt über die ganzen Teufel Anlagen, Gedöns und so weiter, gibt es bei Broken Sums noch ein viel längeres Video, würde ich sagen. Das war's. Wenn euch das kleine erste Video dieser Serie gefallen hat, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr dem Video eine Bewertung geben würdet. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt, außer dem PC. Den PC werde ich als allerletztes zeigen, also der PC ist sozusagen der große Abschluss, weil da halt auch am meisten drinsteckt, da muss ich halt ein richtig langes Video machen. Ich werde ihn halt dann auch aufmachen, werde halt zeigen, was ich alles drin habe, Grafikkarte, bla 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 bla, werde erzählen, was ich da zusammengesetzt habe und so weiter und so fort. Alle, ja, Specs und so weiter. Aber ansonsten könnt ihr jetzt gerne vorschlagen, ja, was soll ich euch zeigen? Von Softbox über Tastatur, über Maus, alles, was euch interessiert, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das wird es dann im nächsten Video geben. Und wenn ihr die Idee hier cool findet, dass ich euch hier so meinen besseren Einblick gebe in meine Hardware, die ich benutze, dann, ja, feiere ich das auf jeden Fall auch. Und, jo, dann würde ich sagen, schaut in die Videobeschreibung, da sind die Links von
Teufel, von der Facebook-Seite, von Broken Sums Video, falls ihr euch nochmal anschauen wollt, was die so vorgestellt haben. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.